dass dieses Show Music Star nur ein Spiel ist, dann sind wir hier deine Kandidaten oder was? Das ist wahrscheinlich die einzige Chance in deinem Leben, Alter, ja, die du hast, aus deiner Bedeutungslosigkeit hervorzutreten und erfolgreich zu werden. Denn es gibt Leute um dich rum, die jeden Tag ihren scheiß Arsch bewegen, damit du vorwärts kommst. Und wenn es für dich ein Spiel ist, dann ist das Fakt nochmal eine totale Beleidigung. Das war Fakt Nummer 1. Tut mir leid, das ist meine Einstellung. Ich sage. Gut, okay, dann verpiss dich doch, weil in einem Spiel hast du hier nichts zu suchen. Ich setz mich nicht hier. Hör zu. Ganz kurz, ja. Genau. Ganz kurz, Julian. Entschuldige bitte, ich raste gerade total aus, weil für mich ist es kein Spiel. Weil ich setze mich jeden Sonntag hin und versuche euch zu bewerten. Ich stelle mich Montag mit euch hin und arbeite mit euch. Ich gebe mein Herz für euch, ja, damit ihr weiterkommt. Und wenn du dann sagst, es ist ein Spiel, ist es nicht fair. So, das ist das eine. Deine Performance. Ich sage das gleiche wie Chris. Man muss einfach bewerten, dass es natürlich eine sehr, sehr schwere Nummer ist. Du hast außer Ausnahmen wirklich versucht, nicht irgendwie in diesen Jackson-Style zu fallen. Auch das ist positiv zu bewerten. Es war grundsätzlich eine absolut solide Leistung, die auch in die Leistung der anderen reinpasst. Julian, du hast nicht. Ich finde, wie nicht, sie läuten für dich an. Sie meinen, aber ich werde euch mal schnell sagen, ich bin zwar noch kleiner Furz, das ist klar, aber irgendwie sollte man Leute gleich mit Respekt behandeln, weil da schaut die ganze Nation zu und es ist nicht ganz einfach, mir so da zu helfen. Der letzte Satz von ihm. Okay, folgendes. Und ich bin ja auch in der Lage, Dinge zuzugeben. Der letzte Satz, dass du dich verpissen sollst, dafür entschuldige ich mich. Und zwar vor der ganzen Nation, okay? Das war ein Fehler von mir. Ich hoffe, auch du bist in der Lage, Fehler zuzugeben und diese Sendung nicht als Spiel zu sehen, sondern als ernste Möglichkeit, erfolgreicher zu werden als so ziemlich andere Leute, die jeden Morgen aufstehen, um diesen Traum Wahrheit werden zu lassen. Hm? Ja, Musik ist meine. Genau, ist okay. Und du beweisest okay, das jeden Sonntag, dass du den Einsatz erbringst, du lernst den Text, du machst ihn. Eine Note von der Jury. Die hast du verdient, auch von dir. Ein 8, ein 9 und... Hä? Ich habe doch gesagt, ich teile die Aussagen. Ich habe gesagt, das eine ist die Meinung zu dem, was er im Fernsehen gesagt hat. Das andere ist die Meinung für seine Performance. Also gut, Julian, es ist ja egal. Du kommst 9 über von dir. Gut. Einfach einstellig so. Gut. So weit, so gut. Jetzt wollen wir noch die Meinung vom Saal haben. Jetzt, Saalnote. Die letzte für heute.